Der Rhein. Wohl der bekannteste Fluss Deutschlands. An seinen Ufern schlugen schon vor mehr als 2000 Jahren die Römer ihre Lager auf. Seit Generationen liefert er den Stoff für Gedichte und Sagen, beschäftigt Poeten und Denker. Und das aus gutem Grund. Der Rhein und seine Landschaften sind einzigartig. Diese einzigartige Schönheit des Mittelrheintals wurde von der UNESCO als Welterbe geschützt. Malerische Ausblicke und romantische Städte des Rheingaus versetzen die Menschen seit jeher ins Staunen. Und lassen jeglichen Alltagsstress vergessen. Romantik, Gemütlichkeit und genussvolles Erleben bilden stets den Mittelpunkt. Genau hier in Rüdesheim am Rhein beginnt am Ende des 19. Jahrhunderts die Erfolgsgeschichte von Asbach, der berühmten deutschen Spezialität. Es ist eine Zeit des Aufbruchs und der innovativen Köpfe. Gustav Eiffel setzt mit dem Bau des Eiffelturms in Paris ein Zeichen für die neue Zeit und schafft ein bis heute unübertroffenes Bauwerk. Karl Benz schafft die Basis für die automobile Revolution. Und ein junger Deutscher erlernt in Frankreich die Kunst des Destillierens von Wein und schafft damit die Basis für den späteren Erfolg des Hauses Asbach. Als sich Hugo Asbach nach seiner Ausbildung auf den Weg nach Deutschland macht, nimmt er sein umfangreiches Wissen um die hohe Kunst des Weinbrennens mit in seine Wahlheimat Rüdesheim. Viele Persönlichkeiten seiner Zeit ist auch Hugo Asbach wissbegierig und interessiert, Neues zu schaffen. In ihm reift die Idee, mit seinem neuen Wissen die Kunst des Destillierens weiterzuentwickeln. In Frankreich hat er die Herstellung des Cognac kennengelernt. Zu Hause in Rüdesheim konzentriert er sich in seiner Brennerei darauf, etwas zu kreieren, das dem französischen Cognac ebenbürtig ist. Wir schreiben das Jahr 1892. Eine Weltmarke wird geboren. Die Basis seines außergewöhnlichen Produktes sind die Weintrauben. Immer wieder kontrolliert er deren Qualität. Hugo Asbach weiß, nur aus den besten weißen Trauben kann man das beste Destillat gewinnen. Die großen Entdeckungen geschehen oft zufällig. So auch 1895, als Hugo Asbach im Keller seiner Brennerei ungeplant eine geistreiche Erfahrung macht. Eine Erfahrung, die Asbach bis heute einzigartig und unverwechselbar macht. Wie so oft prüfte er die Destillate auf ihre Reife und Qualität.
Er musste die Prüfung kurz unterbrechen und deckte, um das Bouquet zu bewahren, den großen Schwenker mit einem kleineren ab. Als er die Prüfung fortsetzte, nahm er das kleinere Glas herunter und roch intuitiv daran. Was Hugo Asbach nun erlebte, ging weltweit als der Geist des Weines in die Geschichte ein. Seit der Eintragung in das Warenzeichenregister beim Kaiserlichen Patentamt am 18. März 1908 ist die Marke Asbach ein Synonym für höchste Qualität, Genuss und Lebensstil. Der Zusatz uralt benennt die Reife durch eine lange Lagerung, eines der wichtigsten Kriterien für ein gutes Weindestillat. Die offizielle Eintragung war also ein weiterer Schritt hin zu einem unverwechselbaren Produkt. Stolz und selbstbewusst betonte er die deutsche Herkunft seines Produktes schon im Schriftzug. Wie erfolgreich sein Konzept sein würde, konnte Hugo Asbach damals noch nicht erahnen. Auch nach dem Jahr 1923, als der Versailler Vertrag die Bezeichnung Cognac nur noch für französische Erzeugnisse vorsah, florierte Asbach. Und der vom Firmengründer geprägte neue Begriff Weinbrand fand Eingang in das deutsche Weingesetz. Dass der Name Cognac nur französischen Produkten vorbehalten bleibt, stört Hugo Asbach nicht. Sein deutscher Asbach ist schon längst zum Markenartikel geworden und hat dem französischen Cognac, zumindest in Deutschland, den Rang abgelaufen. Sein Unternehmen wächst stetig. Zu Hugo Asbachs Zeiten gab es ganz andere gesellschaftliche Zwänge als heute. Dass Frauen öffentlich Alkohol trinken, war unschicklich. Doch vorenthalten mochte Hugo Asbach sein Produkt der Damenwelt trotzdem nicht. Also entwickelte er kurzerhand die Asbach Praline. 1924 bekommt Asbach eine Umhüllung aus dunkler, edelbitter Schokolade, die Geburtsstunde der Asbach Praline. Ein Genuss nun auch für die Dame. Und heute? Die im einzigartigen Kaltgussverfahren hergestellten Köstlichkeiten gehören zu den beliebtesten Alkoholpralinen Deutschlands. Nicht zuletzt auch, weil Hugo Asbach von der ersten Stunde an für seine Produkte wirbt. Bis heute ist das so geblieben. Jedem sind sie geläufig, die Botschaften wie »Im Asbach ist der Geist des Weines« oder »Wenn einem so viel Gutes widerfährt, das ist schon einen Asbach uralt wert«. Aussagen, die stets die herausragende Qualität der Marke Asbach betonen. Schon 1959 entdeckt Hugos Sohn Hermann Asbach die TV-Werbung für sein Unternehmen. Ein früher Schritt hin zu einem Medium, das unser Kaufverhalten bis heute beeinflusst. Wenn einen Zwist man durch ein liebes Wort beendet, wenn alles sich zum Guten wendet, ließ eine Mahlzeit keinen Wunsch mehr offen und hat der Koch sich selber übertroffen. Wenn aus den Augenwinkeln dir ein Blick erzählt, dass du es bist, den sie sich auserwählt. Wenn einem also Gutes widerfährt, das ist schon einen Asbach uralt wert. Im Asbach uralt ist der Geist des Weines. Die Werbung wird farbig und die Marke Asbach schreibt weiter Werbegeschichte. Asbach uralt. Heute wie in alter Zeit. Ein Zeichen guter Gastlichkeit. Wo sich im Spiel der Könige die Kräfte messen, darf man den Geist des Weines nicht vergessen. Auch das gehört zu den Gepflogenheiten, den Gast beschützt nach Hause zu geleiten.
wird man mit Gastlichkeit bedacht, den ganzen Tag bis in die Nacht. Es war schon immer so, wenn einem so viel Schönes wird beschert, das ist schon einen Asbach uralt wert. Im Asbach uralt ist der Geist des Weines. Widerfährt. Das ist schon einem Asbach uralt wert. Gutes ist eben einen Asbach wert. Im Asbach ist der Geist des Weines. Bei allem Wandel, eines hat sich bei Asbach nie geändert. Die hohe Qualität und die Art der Herstellung von Asbach ist seit 1892 gleich geblieben. Noch immer gilt das einfache wie geniale Prinzip. Nur aus den besten Trauben kann beste Qualität entstehen. Deshalb sind es die hochwertigsten weißen Trauben aus den besten Anbaugebieten Europas, die die Basis für Asbach bilden. Doch wie entsteht nun der Geist des Weines? Nach der Weinlese werden die Trauben gekeltert und der frische Traubenmost wird zu Wein vergoren. Dieser ungeschwefelte, noch junge Wein kommt nun in die Brennerei. Das Brennen des Weines ist ein ganz entscheidender Vorgang. Durch Kupferrohre wird der vorgewärmte Wein in die Brennblasen geleitet. Der Wein wird so erhitzt, dass nur der Alkohol und die wertvollen aromatischen Bestandteile des Weines verdampfen. Die flüchtig gewordenen Bouquetstoffe und Alkohole steigen zunächst auf. Gelangen über den sogenannten Helm in den Kühler, wo sie verflüssigt werden. Über einen Zeitraum von 8 bis 12 Stunden entsteht so der Rohbrand. Um diesen Rohbrand zu verfeinern, wird er ein zweites Mal destilliert. Dabei werden der sogenannte Vor-, Mittel- und Nachlauf auf das sorgfältigste voneinander getrennt. 12 Stunden dauert dieser Prozess. Denn nur der Mittellauf, das Herz, gilt als Feinbrand. Er ist eine klare, wasserhelle Flüssigkeit von etwa 70% Alkoholgehalt. Ein Verfahren recht einfach in der Theorie, aber sehr kompliziert in der Praxis, in dem der Brennmeister sein ganzes Können aufbieten muss und bei dem viel Talent, Erfahrung und Liebe zur Arbeit erforderlich ist. Der Feinbrand gelangt schließlich in eines der vielen tausend Fässer im Asbach-Fasslager, wo er in Ruhe reifen kann. Die Fässer werden traditionell von Hand, ohne Leim und ohne Nägel, aus dem luftgetrockneten wertvollen Holz der Eiche des französischen Limousin-Gebiets gefertigt. In ihnen kann das Weindestillat am besten atmen. Durch die vielen Poren des Holzes dringt stets Luft in das Fass ein und ein Teil des Alkohols verdunstet dabei. Den verdunsteten Teil des Destillates nennen wir übrigens den Anteil der Engel. Es ist die lange Zeit des Reifens, die dem späteren Asbach seinen weinigen Geschmack, sein sanftes Feuer, sein volles aromatisches Bouquet und seine tiefe, goldgelbe Topazfarbe verleiht.
Jedes Fass bildet im Laufe der Lagerung einen ganz eigenen Charakter heraus. Aus diesen vielen verschiedenen Einzeldestillaten komponiert der Kellermeister eine harmonische Mischung, die in Duft und Geschmack ganz den hohen Qualitätsanforderungen des Hauses entspricht. Nun wird der Asbach nach dem vorgegebenen Mischungsverhältnis hergestellt. In großen Eichenholzfässern vollzieht sich daraufhin ein entscheidender Vorgang: die Vermählung. Ihre Vollendung schließlich erfahren alle unsere Qualitäten durch das geheime Asbach-Reife- und Veredelungsverfahren. Dieses einzigartige Verfahren wurde mit Hilfe der Erfahrung der Asbach-Kellermeister verschiedener Generationen entwickelt. So entsteht der Klassiker Asbach Uralt. Sein abgerundeter Geschmack und das harmonische Bouquet machen ihn zum Inbegriff höchster Qualität und höchsten Genusses. Aufgrund seiner hohen Qualität wird Asbach immer wieder national wie international ausgezeichnet. Dass sich die Erfahrung und Sorgfalt lohnt, zeigt auch eine Umfrage des bekannten Magazins Reader's Digest, in der Asbach zur vertrauenswürdigsten Spirituosenmarke Deutschlands gewählt wurde. Asbach erhielt diese Auszeichnung bereits zum 11. Mal in Folge. Asbach ist stolz darauf. Und auf seine Produkte. Denn der Geist des Weines hat viele Qualitäten. Ein Beispiel dafür ist Rüdesheimer Kaffee als eine beliebte Spezialität. Nach dem Originalrezept aus Würfelzucker, Asbach Uralt, Kaffee, Schlagsahne und Schokoraspeln hergestellt und in dem Original Rüdesheimer Kaffeegedeck serviert. Diesen Zaubertrank kann man mit Vanilleeis auch als Rüdesheimer Eiskaffee an heißen Tagen genießen. Immer sich Genießer in aller Welt zusammenfinden, sei es zu einer Cocktailstunde oder einfach, weil sie in Stimmung sind. Asbach ist immer dabei. Asbach, die berühmte deutsche Spezialität aus Rüdesheim am romantischen Rhein.